4. Dezember. Mit Zweigen wie diesen gedenkt die Christenheit am 4. Dezember der heiligen Barbara. Man holt sich frisch geschnittene Kirschzweige ins Haus und gibt diese in ein Gefäß mit Wasser. Die sogenannten Barbara-Zweige treiben aus und stehen an Weihnachten in voller Blüte. Sie geben Hoffnung und Vorfreude auf das neue Leben im Frühjahr. Der Brauch geht auf eine Geschichte um die heilige Barbara zurück, in der sie ins Gefängnis gehen musste. Unterwegs sammelte die junge Frau mehrere Zweige und nahm sie mit in ihr Verlies. An ihrem Todestag sollen die Zweige schließlich geblüht haben. Die heilige Barbara starb also in Gefangenschaft. Sie wollte ihr Leben Jesus Christus widmen, statt zu heiraten. Ihr Vater war mit dem Bekenntnis zum christlichen Glauben jedoch nicht einverstanden und sperrte Barbara jahrelang in einen Turm. Aus diesem Grund gilt die heilige Barbara als Schutzpatronin der Leidenden und Beschützerin der Gefangenen. Barbara soll im 3. Jahrhundert nach Christus in der heutigen Türkei gelebt haben.